Hey Leute, David von iDesignisch hier. So, jetzt zum zweiten Mal fange ich jetzt endlich dieses Tutorial an und ich hoffe, ich werde es dieses Mal fertig bringen. Denn ihr habt es euch gewünscht, einige Leute haben angefragt, ob ich das denn mal machen kann, wie ich das gemacht habe, mein jetziges Intro. Und heute will ich das auch mal zeigen zum 3000 Abo Special. Ich habe zwar ein bisschen mehr, allerdings schadet es ja nicht. In diesem Sinne nochmal ein großes Dankeschön für euch, von mir, für euch, dass ihr mich so gigantisch unterstützt, auch wenn mich ehrlich gesagt nur 30 Leute, 30% ungefähr wirklich verfolgen, muss ich sagen, danke für euren ganzen Support, ihr seid die geilsten. Aber gut, fangen wir jetzt mal an mit dem Tutorial. Ich werde es jetzt nicht wundern, wenn ich das jetzt öfter mal zwischenspeichere. Weil, wie gesagt, mir ist das Ding jetzt schon zweimal abgekackt, kurz am Ende, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deshalb, wenn ich ein bisschen in Gedanken mal drüber komme, verzeiht mir das. Aber fangen wir mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb drehen wir uns das mal zurecht. Machen uns einen Spline. Textspline. Wählen iDesignisch. Zum Beispiel Designisch. Müsst allerdings darauf achten, dass ihr groß, oh, da habe ich gegähnt, dass ihr den Namen groß schreibt, damit auch die Buchstaben letztendlich groß sind, weil ansonsten ist der Effekt ein bisschen langweilig. Und das Ding packen wir jetzt mal in Extruden rein. Wir machen ein bisschen die Breite ein bisschen breiter, die Tiefe meine ich. Okay, so ist es doch, denke ich mal, okay. Und zwar suchen wir jetzt erstmal einen Fond aus. Ein Font, Fond, wie auch immer nennen wollt. Machen wir die Arial. Machen wir mal schwarz. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu. Nee, das ist gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Fond nehmen, eigentlich kackegal. So, als nächstes machen wir mal ein Mograph Pull Effekt und tun den hier rein, aber unter die Textebene, weil wenn ihr die davor schiebt, verschwindet der Text. Weil, naja. Der Pull-Effekt ist halt nicht mehr direkt unter den Extrude-Nerb, der Text ist nicht mehr genau unter den Extrude-Nerb und darum wird er nicht mehr extrudiert. Ihr könnt es halt beheben, aber ist ja auch egal, darum geht's nicht. Wie gesagt, ihr packt es hier rein und dann unter den, darunter. Beim Poly-Ding könnt ihr jetzt Effekturen hinzufügen. Und als ersten Effektor nehmen wir unseren Simple Effektor. Simple, 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 simple. Der Simple ist so wie so eine Art. Okay, ist noch nicht wirklich. Aber wie so eine Art Jalousie, die ihr halt so ein bisschen hoch und runter gelappen könnt. Darum machen wir mal Position 0 und Skalierung. Machen wir mal gleichmäßig skalieren minus 1 und schwupps ist weg. Allerdings ist es nur weg, weil wir, wollen wir bei der Abnahme unbegrenzt haben. Wir wollen nicht unbegrenzt, sondern linear. Allerdings sehen wir jetzt hier oder auch nicht, dass auf jeden Fall die Ausrichtung falsch ist. Die machen wir plus Y. Jetzt haben wir das so. Denn der Effekt geht von der roten Ebene aus. Wenn ihr es beispielsweise jetzt bei einem X- habt, dann ist die rote Linie so quer. Deswegen können wir das schieben und dann wird es halt so. Das wollen wir aber nicht. Denn wir wollen Y haben. So, als nächstes speichern wir es mal ganz kurz.
Speichern als. Tutorial als. Ja, Intro. Tut. So. Und zwar. Machen wir jetzt. Blinds. Die machen wir jetzt die Vorarbeit zu den Kugeln. Das heißt, wir nehmen uns einen Textblind. Kopieren uns. Zweimal. Jetzt müsst ihr nämlich gucken. Denn wenn wir das von der Seite betrachten, habt ihr hier die Splines genau anliegen an dem Objekt, wie ihr sehen könnt. Allerdings wollen wir das nicht unbedingt nur an der Seite haben, sondern auch an der anderen Seite haben. Das heißt, wir krallen uns das und ziehen uns dem hier hinten hin. Dass es auch genau aufliegt. Haben wir. So. Als nächstes keyframen wir das Ganze. Wir gehen jetzt hier mal bei den Bildern, bei den Zeitleiste auf 300. Damit wir ein bisschen Länge haben, ein bisschen Spaß haben können. Deswegen keyframen wir das erstmal. Wir nehmen die zwei Splines, STG gedrückt halten. Und ziehen die mal hier hin ungefähr. Machen dann hier ein Keyframe, also wir drücken auf den Schlüssel. Natürlich bei nullten Frame. Macht doch einfach STRGZ. Dann ist der Keyframe, dann könnt ihr auch zurückspringen. Gehen wir auf Frame 0, setzen den Keyframe und gehen dann mal auf Frame 100. Und ziehen das Ding hoch. Machen wir mal den Simple ein bisschen weg. So, dass da der Text also genau aufliegt. Ja, so müsste es sein. Eventuell könnt ihr später nochmal nachbearbeiten, aber ich denke, es geht so. Auf 100, das war 9 Keyframe. Heißt, jetzt seht ihr, geht das schon mal so hoch. Schwupps. So, jetzt wollen wir bei ungefähr bei der 94. Frame, wenn das noch nicht ganz oben ist, bei 92 nehmen wir, wollen wir anfangen, den Effekt wirken zu lassen. Das heißt, wir wollen nicht ganz, dass es weg ist, sondern wir wollen ein bisschen schon, dass es angefangen hat. Gehen auf Keyframe, auf den Schlüssel. Und da das die Hauptanimation ist, machen wir mal ungefähr 100 Frames. Das heißt, wir gehen auf 100. Ja, 170. Ja, haben wir 80 Frames, ist okay. Und machen wir, dass es ganz als Text erschienen, als zu erscheinen ist. Und Keyframe. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich. Okay, ich denke, das ist gut so. Eventuell machen wir 180 draus. Dann nehmen wir einfach den Frame an sich und ziehen ihn einfach da hin, wo wir hinhaben wollen. So, allerdings wollen wir jetzt haben, wenn das hier anfängt, wollen wir es nicht so gerade runter haben. Wir wollen ein bisschen Effekte drin haben. Deshalb nehmen wir den Pulli-Effekt und gehen auf MoGraph, Effektor und Zufall, damit es ein bisschen Zufall ist. Und dann werden wir das auch noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar gehen wir Positionen mal auf 0. Dann bei Y auf 25, X auch auf 25. So haben wir das mehr zusammengedrückt. Und auf Winkel gehen wir mal auf 100. Ist eigentlich völlig wurscht. Weil Winkel, das dreht sich dann ja nur. Und haben sowas hier. Jetzt, wenn wir hier den Simple anwählen und auch runter gehen, haben wir trotzdem keinen iDesignage an sich. Das wollen wir verändern, und zwar wir machen hier ungefähr wo haben wir bei den
Hallo. 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 Ah, wir sind bei Simple. Ich will ja nicht Simple, sondern Zufall. Gehen Parameter wieder und Keyframe die. Das heißt, wir drücken STRG und klicken einfach die Punkte an, die wir Keyframe wollen, sodass sie rot sind. Und dann gehen wir dahin, wo es ein Text sein soll. Das heißt, ungefähr hier. Und wählen 0. 0, 0, 0, 0. Und haben dann nochmal ein Keyframe, sodass es nochmal rot wird. Alles. Ah, okay. Wählen wir hier den ersten Frame einmal ein bisschen nach vorne. Ah, hier fängt sogar schon an. Ja, hier. Und jetzt gucken wir mal. Ja, okay, das sieht doch okay aus. So, jetzt speichern wir das mal ganz kurz, weil mir gleich die abschmiert, das ist mir egal. Und jetzt machen wir die Bällchen. Heißt, wir machen erstmal Texturen. Wir wollen 4 Bällchen haben, deswegen machen wir 4 Texturen. Bei der Farbe könnt ihr euch eine aussuchen. Quatsch, keine Farbe. Könnt ihr euch eine Farbe aussuchen, aber ihr könnt auch einfach das machen, was ich mache, bei Farbverlauf. Farbverlauf. Gehen wir hier rein in den Shader, machen das horizontal. Machen wir beide schwarz, also weiß und weiß, also beide schwarz. Dann machen wir hier so einen Ring rein. Das heißt, wir gehen in die Mitte, machen hier einen Punkt und drücken hier nochmal in der Mitte. Also das heißt, machen so einen kleinen Bereich. Dann drücken wir hier zweimal rauf und wählen grün aus. Jetzt wählen wir diesen einen Punkt hier von diesem Ende und wählen einen Punkt bei diesem Ende. Jetzt nehmen wir das Schwarze, weil ihr seht ja, das verläuft jetzt ins Grüne mit. Das wollen wir nicht haben, wir wollen es ganz schwarz haben. Deswegen ziehen wir das auch so hin, dass es nur so einen Streifen ergibt. Das ist letztendlich, was wir haben wollen. Gehen wir bei Textur nochmal auf Shader kopieren. Und gehen bei Leuchten rein, aktivieren wir es und Shader einfügen. Jetzt haben wir den Shader eingefügt, jetzt leuchtet das Ding. Jetzt gehen wir bei Glanzlicht, ne Quatsch, Glanzlicht lassen wir. Gehen wir auf Spiegelung und machen ein Fresnel rein. Jetzt kopieren wir uns das Prachtstück 4-mal. STGC und dann V 1, 2, 3, 4 und das lassen wir grün und jetzt können wir die Farben einfach nur ändern. Wie ihr eventuell im Kunstunterricht gelernt habt, wenn wir jetzt beispielsweise mal ein Rot nehmen, wenn man zwei verschiedene Farben miteinander mischt und kombiniert, dann entsteht eine andere Farbe und so ist es auch hier. Jetzt wird es halt so ein bisschen orange. Das lassen wir mal. Dann machen wir mal ein Pink. Da und die letzte Farbe ist ein knalliges. Machen wir mal Rot. Machen wir Blau und Rot. So. Das war's. Dann wählen wir uns. Dann wählen wir uns eine Kugel aus. Die Kugel machen wir 3 und 2. Damit ist es ziemlich klein. Die kopieren wir uns dann auch 1, 2, 3, 4. Dann packen wir uns den
die Texturen drauf. Eins, zwei, drei, vier. Und wählen uns einen Kloner aus und packen die Bälle in den Kloner rein. So, bei den Kloner machen wir bei den Modus, gehen wir auf Object und bei den Objekt nehmen wir uns den Text 1. Somit ist der Text hier hinten ja, ausgefüllt. Allerdings wollen wir alles ausgefüllt haben, deswegen machen wir bei Verteilung. Das ist momentan die Anzahl, das heißt, ihr habt jetzt 10 Stück. Wollen wir Schnitt haben, weil pro 100 cm jetzt setzt ein Punkt, also ein Ball. Wir wollen aber nicht 100 haben, wir wollen 10 haben. Das heißt, bei 10, jetzt hat ihr den ganzen Text umrandet. Jetzt kopieren wir uns mal die Kugel nochmal und gehen auf Kloner, noch ein Kloner und setzen die Kugeln nochmal rein. Gehen auf Objekt, tun wir mal den anderen Text rein. Und haben wir wieder das gleiche Spielchen, Anzahl, wir wollen Schnitt haben. Schnitt wollen wir 10 haben und voilà. Das ist alles Endeschose. Jetzt, wie ihr sehen könnt, geht der Text langsam nach oben. Als Balltext halt. Das wollen wir aber nicht haben, weil wir wollen das ein bisschen verwurstelt haben, nicht so pervers als Text. Deshalb gehen wir bei den Klonern, wählen wir beide aus, STRG ein Kloner und STRG der zweite Kloner. Gehen wir auf MoveGraph, Effector, Zufall. Dann gehen wir ein bisschen Stärke, können wir wählen, machen wir auf 200, so ist die Stärke ein bisschen, das Random ein bisschen mehr. Und jetzt wollen wir das aber alles Keyframe. Und zwar, wir gehen bei der Stärke, machen wir jetzt ein Keyframe hier. Also dass es rot ist, STRG gedrückt halten. Und dann gehen wir dahin, wo das 0 sein soll. Das heißt, wir gehen weiter und ungefähr hier soll es mal 0 sein. Und Keyframe. Jetzt, wenn wir jetzt mal hier so gehen, ist es geht so weiter und dann ist es auf 0. Und dann haben wir den Text halt. Jetzt wollen wir das auch noch so haben, dass wenn der Text sich generiert, wir ein bisschen warten. Das heißt, ja, der Text erscheint, dann warten wir ein bisschen und ungefähr bei 180, ja 180 gut, wollen wir, dass die Kugeln explodieren. Also sprich so weggehen. Das heißt, wir gehen nochmal bei den Klonern, also wählen wir beide an und gehen bei Dynamic Tag, sprich Simulation, Dynamic auf Rigid Body. Da haben wir hier beide Rigid Bodies. Jetzt wählen wir an, wo es anfangen soll, das heißt hier. Deswegen nehmen wir hier einen Keyframe bei Aktivieren, gehen dann auf Frame 0 und nehmen das Häkchen raus, sodass es hier nicht aktiviert wird, sondern erst ab Frame 80. Allerdings haben wir jetzt wieder das Problem, dass es als eingezeichnet runterfällt und es sieht halt doof aus. Deshalb gehen wir hier bei den Text, wir weiter an, gehen wir auf Kollision, auf individuelle Objekte, gehen auf alle, sodass der Text nicht als Gesamtes fällt, sondern die individuell die Würfel. So, als nächstes wollen wir bei dem Text, nehmen wir ein Kollisionsobjekt, das ist halt so ein bisschen explosionsartig funktioniert. Das heißt, wir gehen auf Simulation, Dynamik, Koalitionsobjekt erstellen und ja, gucken wir mal, wie es ausschaut. Zip. Und warten, warten, warten und jetzt fällt es runter. So, sieht doch schon mal hübsch aus. So, jetzt wollen wir, wenn wir das haben, nochmal eine Textur für den Text erstellen.
Das heißt, wir gehen auf Textur, Farbe, machen wir ganz einfach klassisch schwarz. Lassen wir alles so. Gehen dann bei Glanzlicht auf. Also wir wollen das ein bisschen Spiegelung haben. Also nicht Spiegelung, sondern dass es halt ein bisschen glänzt. Das heißt, wir wollen haben, dass das schwarze, dass das weiße Ding ein bisschen mittig geht, also dass es zentriert wird. Das heißt, also dass es nicht so schwach ist, sondern halt zentriert. Das heißt, wir gehen bei der Breite auf 25, dass es halt Schubs wird, klein, dann gehen wir auf der Höhe auf 200, dass es halt intensiver wird und die Abnahme lassen wir so. Jetzt gehen wir auf den, packen wir die Textur auf den Extrude Knob und jetzt wird es schwarz. Speichern wir es nochmal, weil es ist gerade abgestürzt bei den Moment. Rendern wir es, momentan haben wir es so. Dann wollen wir erstmal einen Himmel machen, also einen Hintergrund. Haben wir bei mir, war es ja dieses Grau, ganz normalen Himmel. Und jetzt machen wir nochmal Lichter. Das heißt, wir machen uns eine Lichtquelle, das heißt eine Fläche. Gehen auf Shadow Map Soft und drehen das Licht. Also drehen die Fläche nicht hochkant, sondern liegend. Ziehen das ein bisschen hoch, dann ziehen wir es ein bisschen breiter, also nicht zu breit, aber ein bisschen. Ungefähr so. Ziehen das ein bisschen weiter hoch. Theoretisch könnt ihr auch eine Platte nehmen, aber so ist es halt unkomplizierter. Licht. Weil ihr hättet dann auch noch Schattenanfall und so. Nehmen wir da, dann duplizieren wir das, dann schieben wir ein Licht dahin, dann duplizieren wir das auch und dann. Na? Ziehen wir ein Lichtchen. Na, komm schon. Doofes Licht. Machen wir hier. Ja, ich denke, ist soweit okay. Gucken wir mal ganz kurz, wie es gerendert ausschaut. Ja, okay. Denke mal, sieht soweit okay aus. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir eventuell. Sieht es ein bisschen matt aus, die Farben, muss ich gestehen. Wie schaut denn das aus? Ah. Okay. Jetzt für. So, okay, ja, okay, eigentlich wurscht, aber versuchen wir mal, diesen bisschen umzudrehen. Weil, wie ihr sehen könnt, ist das. Na, dieses Bändchen nenne ich das mal diagonal und nicht so wie wir das, also nicht so wie wir es haben wollen. Ja, seht ja, was ich meine. Darum gehen wir mal bei dem, ich glaube, das wäre der Zufall. Ja. Gehen wir auf Parameter und gehen wir mal bei den Winkeln mal ein. Warum tut sich da nichts? Das ist doch doof. Hm. Ach so. Ach so. Ach so. Habe ich welchen falschen Zufall? Ah, das war der falsche. Alles klar. Jetzt müssen wir rausfinden, was für eine Achsebahn das hier. Ach, nee. War doch richtig.
Jetzt bin ich allerdings mal ein bisschen sprachlos. Ja, nee, da habe ich nichts gemacht. Wie wir das jetzt genau hinkriegen? Ach so, das hatte automatisch bei der... verstehe. Ja. Ja, genau. Das heißt, wenn es halt die Stärke ist bei dem Zufall, haben wir das hier, ist es ja auch so ein Mess, sag ich mal. Und wenn wir dann auf 0 haben, oh, da klingelt jemand, na toll. Juhu, Post ist da. Aber gut, machen wir weiter. Also, ihr wisst schon, das ist halt so ein Kuddelmuddel durch die Stärke, und wenn die jetzt auf 0 ist, dann ist es halt auf 0. Aber das ist ja eigentlich wurscht. In diesem Sinne machen wir jetzt erstmal speichern, und dann machen wir jetzt hier erstmal ganz kurz die Kamera. Heißt, wir gehen jetzt beispielsweise mal auf Frame 0 und gehen dann mal runter. Heißt beispielsweise hier. Ja. Und dann wählen wir uns eine Kamera aus. Als bei den Lichtobjekten gehen wir hier auf Kamera rein. Die Kamera an sich haben wir jetzt noch nicht ausgewählt, deswegen gehen wir hier auf den Tag auf Kamera, Szenenkamera, Kamera. Jetzt sind wir in der Kamera drin. Und jetzt frame wir die mal, also Keyframe. Setzen wir ein Keyframe und gehen mal dahin, wo wir sein wollen. Das heißt, gehen wir mal hier und dann gehen wir einfach mal ein bisschen hoch und auch mal ein bisschen rein und ein bisschen so. Ich denke, das ist okay. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Okay, super, okay, gut. Dann auf 59, dann merken wir uns mal 59. Und zwar wollen wir jetzt allerdings haben bei Frame 59, also nicht auf den Frame, sondern allgemein wollen wir haben, wenn wir das rendern, dann sehen wir ja alle auch da hinten in derselben Form und so, und das wollen wir halt nicht haben. Wir wollen halt so ein bisschen Schärfe haben, deshalb gehen wir hier. Und also auf die Render-Voreinstellungen, dann gehen wir auf Effekte, auf Tiefen, auf Schärfentiefe. Dann gehen wir auf die Kamera, haben wir angewählt, auf Tiefe, machen wir hinten die Tiefe. Und dann drücken wir das mittlere Mausrädchen, dann kommt ihr in diese vier Optionen rein. Und dann seht ihr hier, bei der vorne Perspektive beispielsweise, könnt ihr hier wählen die Schärfe. Das heißt, gucken wir mal, wie dieses beispielsweise ausschaut. Ja, super. So haben wir es doch schon mal perfekt. Und zwar, jetzt gehen wir mal, speichern wir mal ganz kurz. Wenn wir jetzt beispielsweise hier, seht ihr, hinten, das kann man jetzt halt schwer erkennen beim Text, weil man erkennt nicht, wo der Text ist. Allerdings bis hier ist es alles verschwommen, was danach kommt. Und das ist schon mal gut so. So, jetzt haben wir das schon mal. Dann gehen wir nochmal raus aus der Kamera, gehen wir in die Editorenkamera und wählen uns die nächste Perspektive aus. Ups. Na? Dass wir die Kamera nicht angewählt haben, weil sonst rotieren wir um die Kamera rum. Das wollen wir nicht. Jetzt suchen wir uns mal irgendwas anderes Schönes aus. Und zwar gehen wir es auf, also Frame 59 haben wir jetzt. Das heißt, beispielsweise können wir jetzt mal von hier mal haben so eine Sicht rein, was auch immer das jetzt bringen mag.
Haben wir hier jetzt 59, haben wir dann, aber mal gucken, vielleicht sieht das hier, ne, machen wir mal so ein bisschen von der Seite aus rein. Ja, ist gut, super. Dann machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Kamera. Kamera. Szenenkamera. Kamera 1 diesmal. Und bei 59 Keyframe setzen. Und dann gehen wir weiter, wo wir wollen. Gehen wir ungefähr hier hin. Ja, okay, auf 100. 110. Und gehen wir dann rein. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Ja, und jetzt wird aktiviert. Okay. Okay, das ist ja schon der 111. Bei 100 Frame. 100 Frame. Gehen wir dann wieder mal raus, die Editor-Kamera, dann suchen wir uns den Hauptwinkel, das heißt, so wie das, wie das eigentlich ausschauen soll, speichern wir mal. Und zwar will ich das so haben. Dass wir von oben so ein bisschen seitlich drauf schauen. Das Seitliche kriegen wir gleich hin. Ungefähr diese Perspektive. Machen wir nochmal eine Kamera. Gehen wir nochmal in die Kamera rein. Kamera 2 diesmal. Gehen wir nochmal in die vier Perspektiven, also mittlere Maustaste, weil jetzt müssen wir die ein bisschen drehen. Heißt, wir gehen beispielsweise hier und drehen das die Achse, wie wir haben wollen. Können wir auch hier ein bisschen mal. Gehen wir mal zurück. Ja, okay. Gucken wir mal ganz kurz, wie es ausschaut. Okay. iDesignisch, ja, okay. Ah. Alles klar. Ja, okay, lassen wir so. Wir waren bei den 110. Dann Keyframe war das. Na, gehen wir ein bisschen raus. Keyframe wir das mal. Oh Quatsch. Ungefähr. Dass es halt fertig ist. Gehen wir ein bisschen mehr rein. So dass wir den Effekt ein bisschen mehr sehen. Ja. Keyframe wir. Dann schauen wir mal. Ja, okay. So, ja, so sieht doch schon nett aus. Auf jeden Fall. Cool. Und jetzt wollen wir selbstverständlich hier natürlich auch wieder Verschwimmungseffekt haben. Speichern wir natürlich wieder. Und darum ziehen wir das wieder mal ungefähr. Zur Hälfte. Ich hatte es mal per Augenmaß gemacht, ich hoffe, das geht so. Ja, okay, es könnte noch ein bisschen mehr sein.
Gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut. Ja, okay. Eventuell könnte man bei den N schon leicht anfangen. Nehmen wir auch ein bisschen, mal gucken. Na ja, okay, nee. Gerade sah es besser aus. Ja. Also SDRGZ drücken. Jetzt sehe ich gerade, wir sollten Spiegelung doch reinbringen. Bei der Spiegelung machen wir ein Fresnel rein. Ja, so sieht doch schon aber besser aus mit der Spiegelung. Ja. So haben wir es doch. Sieht doch schon mal echt cool aus auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir raus bei 150. Speichern wir wieder. Speichern. Speichern, speichern. Wo haben wir? Na, Quatsch. Kamera. Editor, Kamera. Und wählen uns die Position aus. Die es dann am Ende haben soll jetzt. Heißt. Ja, okay. Hier fängt es dann an. Noch eine Kamera. In die Kamera wieder reingehen. Kamera 3 diesmal. Keyframe setzen. Ich glaube, bei 80 fängt schon an zu explodieren, ne? Oh gosh. Okay. Machen wir die Explosion ein bisschen verlängern. Ja, bei 200 denke ich, ist okay. Gucken wir mal. Okay, Wetter 190. Okay. Aber jetzt sind wir wieder bei der Kamera. Wir hatten hier den Frame gesetzt. Und jetzt gehen wir mal hier zu diesem Frame. Jetzt haben wir die angewählt. Jetzt nur die Kamera anwählen. Jetzt haben wir diesen Frame gesetzt. Gehen jetzt mal weiter weg. Ungefähr hier würde ich meinen. Und frame das wieder. Also gucken wir mal. Und jetzt springen wir rüber und dann zoomen wir raus. Wir werden da ein bisschen zu schnell, aber müssen wir gucken. Ja, und dann bricht es zusammen. Dann gucken wir mal, bis es weg ist. Ja, und dann machen wir ungefähr 235. So, speichern wir das Ding wieder. Und zwar jetzt kommen wir langsam zum Ende. Denn jetzt machen wir noch ein Stage-Objekt. Heißt, das ist das letzte, was wir machen. Und zwar, wir gehen auf diesen Lichtding auf Stage. Und dann gucken wir einfach nur, wo wir genau sind. Das heißt, hier als erstes kommt dann die Kamera 1 rein. Dann keyframe wir das. Dann die 2 war bei. Müssen wir jetzt ehrlich gesagt mal schauen. Z
2 war bei, also Kamera 1, dann Kamera 1, Entschuldigung, genau, Kamera 1 war bei, machen wir 60, okay. Also 61 dann. Stage, Kamera 1, Frame war, heißt, jetzt haben wir dieses hier. 60 haben wir 1. Dann kommt die Kamera 2. Kamera 2 hatten wir bis 110. Okay, also machen wir ab 110. Okay, fein. Machen wir hier ab 109. 109 kommt die Kamera. Ne, ab 100. Ja, 110 kommt die Kamera 2. Frame war diese. Und die Kamera 3 kommt ab 62 rein. Und Keyframe war. Speichern wir es mal ganz kurz. So, jetzt lassen wir das mal durchlaufen. 1 und dann kommt gleich der Frame Übersprung. So, und jetzt kommt der nächste Sprung gleich. Zoomen wir rein. Sind wir fertig und jetzt kommt der nächste Zoom. Und dann kommt bei 190, glaube ich, war das, kommt der Fall, sage ich mal. Und dann sind wir soweit durch. Genau, und das war es auch soweit. Ja, sind wir fertig mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was draus lernen, weil ein Hexenwerk ist es letztendlich nicht. Sondern es macht eigentlich, kann man ganz gut bei lernen, sage ich mal, und die Sachen anwenden, die man eh schon so ein bisschen gelernt hat bei anderen Tutorials. Und ja, ich hoffe, ihr schaut öfter mal bei mir vorbei. Wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, dann abonniert mich doch, und um mich weiter zu verfolgen. Und wenn ihr wollt, wenn ihr ein Design haben wollt von mir, ich mache das jetzt beruflich. Das heißt, wenn ihr jetzt ein individuelles Design, Intro oder irgendwas anderes haben wollt von mir, schreibt mir unter idesignisch@web.de oder meiner E-Mail, meiner Facebook-Seite und in der Videobeschreibung. Schreibt mir einfach, wenn ihr was haben wollt, und ansonsten sage ich bis dann, haut rein und bis später mal. Tschüss!